Vergangenen Sonntag vor dem Heimspiel des 1. FC Köln. Wir wollen von den Fans wissen, wie sie zur Fußball-WM in Katar stehen. Wir boykottieren das komplett. Auch wenn es schade für den Fußball ist, weil ich liebe Fußball, aber da bin ich raus. Am liebsten würde ich haben, dass die DFB sagt, wir fahren nicht. Ne? Die FIFA ist so unbelehrbar, dass ich leider finde, es bringt nichts. Aber für mich persönlich werde ich es auf jeden Fall nicht gucken. Doch es gibt auch andere Meinungen. Viele finden einen Boykott wenig sinnvoll. Das sind Zustände, die sind überhaupt nicht in Ordnung. Das ist schrecklich, aber warum soll ich deswegen keinen Fußball gucken? Ich finde es auch schlecht, aber deswegen das im Fernsehen nicht zu gucken, bringt nichts. Also ich finde, da hätte man vorher was machen müssen. Wenn man den Ländern dann auch partout keine Chance gibt, sondern nur immer mit dieser Boykotthaltung dann operiert, ist halt die Frage, ob sich dann etwas zum Positiven ändern kann. Die kriegen eh alle ihr Geld, ob ich jetzt gucke oder nicht. 2015. Stern TV flieht mit dem inzwischen verstorbenen Ex-Bundesarbeitsminister Norbert Blüm nach Katar. Wir wollen uns die Arbeitsbedingungen auf den Stadionbaustellen ansehen und haben konkrete Fragen. Wie sind die Verhältnisse in Katar? Wie sind die Arbeiter untergebracht? Unter welchen Bedingungen müssen die arbeiten? Eine Drehgenehmigung haben wir nicht. In Doha treffen wir unseren Informanten und der warnt uns direkt. Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Die Polizei patrouilliert überall. Trotz der Warnung macht sich Norbert Blüm auf den Weg zu einem riesigen Gebiet außerhalb Dohas. Hier entsteht damals ein Stadion. Mit versteckter Kamera versuchen wir, auf die Baustelle zu gelangen, um mit den Arbeitern ins Gespräch zu kommen. Wir haben Glück. Unter einem Vorwand werden wir reingelassen. Doch auf dem Gelände ist alles umzäunt. Dass wir hier uns ranschleichen müssen, dass wir hier Versteck spielen müssen, dass wir mit den Leuten nicht reden, das zeigt ja das ganze schlechte Gewissen. Wer nichts zu verheimlichen hat, muss die Leute nicht so einsperren. Ist ja wie im zoologischen Garten. Es ist Frühling, doch schon jetzt ist es wahnsinnig heiß, fast 40 Grad. Angeblich sollen die Bauarbeiter damals täglich bis zu 14 Stunden in der Hitze arbeiten. Nach getanem Job werden die Männer mit Bussen abgeholt. Wir folgen ihnen. In den riesigen Wohnsiedlungen außerhalb der Stadt leben viele der knapp 1,5 Millionen Gastarbeiter. Wir finden eine Arbeiterunterkunft, die nicht bewacht wird. Was der damals 79-Jährige hier sieht, übersteigt seine Vorstellungskraft. Es liegt ein beißender Gestank von Fäkalien in der Luft. Erholungsräume? Fehlanzeige. Stattdessen Schlafräume, die nur wenig Platz bieten. So. Die leben hier auf engstem Raum, nicht nur 14 Tage, solange sie hier arbeiten. Haben nichts, was ihnen gehört, keinen privaten Raum. Sanitäre Verhältnisse unter aller Sau. Der Waschraum wird von etwa 60 Arbeitern täglich genutzt. Plumpsklo und Dusche zusammen in einer Kabine. Das ist das Scheißhaus der Arbeiter. Das Scheißhaus, in dem sie abends, wenn sie heimkommen, sich sauber machen können. Darauf kann wirklich die Fußballwelt nicht stolz sein. Das ist der Preis für das ganze Funktionärsgetue mit Fortschritt, Fußball und Modernisierung. Scheißhaus und Dusche für die Arbeiter. Und Logen für Herrn Platte. In dieser Küche wird täglich das Essen zubereitet. Es gibt keine sicheren Gasanschlüsse. Hier verbreiten sich Krankheiten. Es gibt keine Hygiene. Überall liegt der Müll rum. Norbert Blüm will mit weiteren Bewohnern sprechen. Dieser Mann ist Familienvater, kommt aus Indien und ist seit 6 Monaten in Katar. Mit 7 anderen lebt er in einem Zimmer. Für ihn gibt es nur Arbeiten, Essen und Schlafen. Morgens um 17:45 fangen wir an. Meistens müssen wir bis 18.30 Uhr arbeiten, manchmal aber auch bis 20.30 Uhr. Dann kommen wir hierher und essen was und dann legen wir uns wieder schlafen. Viele trinken Alkohol, um das auszuhalten. 12 bis 14 Stunden Arbeit also und das 6 Tage die Woche. An ihrem einzigen freien Tag treffen sich einige Arbeiter auf öffentlichen Plätzen, um wie hier Fußball zu spielen.
Der ehemalige Bundesminister versucht spielerisch Kontakt aufzunehmen. Nach einigen Minuten entsteht ein Gespräch. Kommen wir alle aus Nepal, alles Nepal. Die Erzählungen bestätigen unsere schlimmsten Vermutungen. Viele Arbeiter sind gestorben. Den genauen Grund für den Tod kenne ich nicht. Ich weiß nur, die kommen von der Arbeit, legen sich hin und sterben im Schlaf. Während man 2015 noch 4.000 Tote bis 2022 prognostizierte, geht Amnesty International heute von bis zu 15.000 Toten aus. Uns wird damals berichtet, dass die Männer in Nepal zunächst Geld bezahlen mussten, um hierher zu kommen. Ihre Pässe wurden einkassiert. Eine Ausreise aus Katar sei somit unmöglich. Wir sind nur einfache Arbeiter. Wenn der Arbeitgeber sagt, springen, springen wir. 2 bis 3 Jahre läuft der Vertrag, das müssen wir ertragen. Ich habe Frau, Kinder, Familie, die ich ernähren muss. Wir haben keine Wahl. Die Männer müssen für die Arbeitsvermittlung viel Geld zahlen. Etwa 1.500 Euro, erzählen sie uns. Völlig absurd, pro Monat verdienen die meisten hier nur 150 bis 200 Euro. Das kann man ja gar nicht diskutieren, das sind Arbeitsbedingungen, die man nicht hinnehmen kann. Und die, die den Staaten jubeln, die sollen sich mal daran erinnern, wie die Staaten zustande gekommen sind. Nicht nur die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter, sondern auch die Unterdrückung von Homosexuellen und Transpersonen in Katar wird seit Jahren kritisiert. Homosexualität steht sogar unter Strafe. Das Gesetz sagt, wer mit einem über 16-jährigen Mann schläft, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 7 Jahren bestraft. Diese Kölner Kneipe boykottiert die WM. Sonst ist der Fußball hier enorm wichtig. Gerade zu WM-Zeiten ist es rappelvoll. Die Umsätze sprudeln. Doch nicht dieses Jahr. Lesungen, Filmabende und Kickerturniere statt Fußball. Ein einkalkuliertes finanzielles Risiko für die Lotta Bar. Es ist ja halt auch eine Wertschöpfungskette, so eine Weltmeisterschaft. Und wir wollen nicht daran mitverdienen, was da in Katar stattfinden wird. So. Bei den Gästen kommt das gut an. Ich finde es prinzipiell gut, ja, weil das die Leute dazu anregt, sich für das Thema zu sensibilisieren. Sehr, sehr gut. Ich finde auch das Alternativprogramm sehr spannend. Mein Motto ist, diese WM an mir vorbeigehen zu lassen und nicht zuzulassen, dass Katar sich auf Kosten der Weltöffentlichkeit über dieses Event profiliert.